Nachfolgend werde ich nun erklären, wie wir die frisch installierte Carestream-Software so einstellen, dass wir die Einstellungen genau identisch zu den Einstellungen vorliegen haben, die in den Videotutorials verwendet wird, damit man das, was man in den Videotutorials sieht, 1:1 übernehmen kann. Wenn man nun aus dem Ordner Mein erster Befund den entsprechenden Startknopf gedrückt hat und die DVT automatisch geladen wird, kann es sein, dass Sie hier in diesem sogenannten Fenster für die Neuformatierung landen. Das Neuformatierungswerkzeug hier an dieser Stelle kann das DVT beschneiden, das heißt verkleinern oder entsprechend ausrichten, dass man eine andere Ansicht gewinnt. Wir werden diese Funktion an der Stelle noch nicht brauchen und überspringen die gleich. Alternativ kann man natürlich auch die DVT-Software auf konventionelle Art und Weise über einen Doppelklick auf das Icon starten. Dabei muss man dann im nachfolgenden Fenster die DVT aufsuchen, das heißt, man muss den Pfad kennen, an dem die DVT liegt, und klickt dann ein entsprechendes Slice aus der DVT an, das heißt, aus dem DVT-Ordner sucht man sich also eine Datei aus, die man dann entsprechend markiert und einlädt, und somit wird die gesamte DVT bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, geladen. Das Neuformatierungswerkzeug überspringen wir jetzt also hier mit einem kurzen Klick auf den Button Überspringen und haben die DVT in der unbearbeiteten Form nun vor uns liegen. Die Form ist unbearbeitet, weil auf der rechten Seite hier noch nichts zu erkennen ist im Bildschirm. Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, ist das an dieser Stelle hier egal. Wir gehen ganz einfach weiter, indem wir auf das rechte obere Symbol mit den beiden Zahnrädern hier klicken. Damit können wir die Software so einstellen, wie wir sie dann für den Kurs brauchen, beziehungsweise für das Nachahmen der Videotutorials, um da entsprechend einen Lernerfolg für Sie sicherzustellen. Das Einstellungsfenster für die DVT-Software, was wir jetzt hier sehen, ist so aufgeteilt, dass wir hier im oberen Bereich einen Menübereich haben, der durch Icons hier repräsentiert wird. Wenn man ein solches Icon anklickt, springt man in die entsprechende Menüposition und das Icon leuchtet hellblau auf, so wie alle anderen Funktionen der Carestream-Software auch, wird das aktiv, wenn es hellblau ist. Wir fangen hier links oben an den doppelten Zahnrädchen an und stellen den Anwendungsmodus hier auf Erweitert. Wir markieren das gekrümmte Schneiden in diesem Fenster und damit ist dieser Menüpunkt hier entsprechend voreingestellt. Wir gehen nun auf das zweite Icon im Menü, in der Menüleiste hier oben, und klicken einmal kurz drauf, dann wird auch dieses hellblau. Wir aktivieren die Checkbox in 3D-Ansicht hier und stellen die Leistung auf die mittlere Stufe und lassen das Häkchen bei Schattierung weg. Und nun kommt hier an dieser Stelle eine ganz wichtige Einstellung. Wir stellen die Software hier auf die Standard-Hardware-Beschleunigung. Das heißt, dass hier an dieser Stelle eine größere Kompatibilität für verschiedene Grafikkarten für uns erreicht wird. Es kann sein, wenn Sie das nicht so stehen haben, dass Sie im linken unteren Bereich hier unter Umständen kein 3D-Modell gesehen haben. Nach einem Neustart des Modells, des Programms, sollte das Modell dann entsprechend zu sehen sein. Weiter geht's mit dem nächsten Menüpunkt hier oben, das ist die Farbeinstellung. Hier klicken wir in die Farbauswahl hinein, also in dieses Farbkästchen selbst machen wir einen kurzen Klick und markieren im ersten Feld die schwarze Hintergrundfarbe. Standardmäßig ist das hier auf dunkelgrau eingestellt, um im 3D-Modell hier links unten einen schwarzen Hintergrund zu haben, der den anderen Fenstern innerhalb der Software dann entspricht. Nächster Menüpunkt ist die Maßeinheit, die wir einstellen können. Das stellen wir natürlich auf Millimeter ein. Nächster Menüpunkt, da klicken wir ganz rechts das Symbol an. Damit wird das 3D-Fenster auf der linken unteren Seite des Bildschirms angezeigt. Nächster Menüpunkt, das ist der Menüpunkt für die sogenannte MPR, die multiplanare Rekonstruktion. Da aktivieren wir hier alle Checkboxen. Wir stellen den Schnittabstand auf 100 Mikrometer ein, die Dicke für den Panoramablick dann bitte auf 15 mm und wir stellen die Dicke für die anderen Einstellungen hier auf die native Auslösung des Volumens ein. Den Bogen wollen wir bitte nicht automatisch erstellen. Wir deaktivieren diese Checkbox, indem wir noch einmal draufklicken, falls da ein Haken sein sollte, sodass kein Haken mehr zu sehen ist. Und damit ist auch diese Einstellung hier erledigt. Wir gehen auf das nächste Menü-Icon hier oben.
Da aktivieren wir bitte hier die Ansicht von oben. Standardmäßig ist das auf Ansicht von unten eingestellt. Wir schauen also, dass wir hier einmal draufklicken. Frontalansicht und Ansicht von links nach rechts müsste bei Ihnen voreingestellt sein. Das nächste Symbol ist das Symbol der Digitalkamera hier. Damit können wir die Screenshots einstellen, also das sogenannte Bildschirm, die Bildschirmabbilder hier an dieser Stelle. Wir verwenden dann einen gleichen Ordner für alle Screenshots, suchen diesen Ordner entsprechend aus, indem wir hier auf Browse gehen und aktivieren dann hier den Desktop, um unsere Screenshots direkt auf den Desktop zu legen, wo wir diese Screenshots dann sofort wiederfinden. Ganz wichtig ist diese Einstellung hier, dass wir JPEG-Dateien nehmen, JPEG bitte anklicken an der Stelle und die Aufforderung zur Beschreibung deaktivieren wir. Weiter geht es mit dem Implantatsymbol. Die Abutments stellen wir bitte auf die zweite gelbe Farbe ein, wenn diese Farbpalette aufgeht. Die zweite gelbe Farbe in der zweiten Reihe hier. Dann drücken wir auf OK. Wir gehen hier auf das Farbsymbol, klicken da einmal auf das Feld und aktivieren hier die weiße Farbe für den Raum für die Wiederherstellung. Standardmäßig ist für die Länge des restaurativen Platzes hier 10 mm eingestellt. Das ändern wir bitte auf 7,5 um. Das ist ein bisschen einfacher später für uns dann. Und hier unten machen wir bitte drei Häkchen bei Implantat, Abutment und Achse. Und damit ist die Grundeinstellung im Prinzip abgeschlossen. Den nächsten Menüpunkt können wir da dort in der Regel keine Voreinstellung vorgenommen worden ist, außer Acht lassen. Wir drücken Apply, wir drücken auf OK und beim nächsten Neustart des Programms sollte dann alles so funktionieren wie in den Videotutorials. Schließen Sie also das Programm, starten Sie es neu und sollte Ihr 3D-Modell hier links unten nicht erschienen sein bis jetzt, dann sollte es dann vorhanden sein.